Moin, liebe Weinfreunde, es geht weiter in meiner Rubrik Sinas Weintipps. Heute geht's nach Franken zu den Sommeracher Winzern. Ich habe euch die neue Sommerlaune mitgebracht. Endlich ist sie eingetroffen. Leider dieses Jahr allein. Es gibt ja leider einen Totalausfall der weißen Sommerlaune, da die Sommeracher Winzer im vergangenen Frühsommer einen Hagelschaden hatten, der die Gemarkungen betroffen hat, wo die angedachten weißen Trauben wuchsen oder wachsen sollten, die für den Weißen gedacht waren. So, jetzt haben wir den Rosé hier. Er ist wieder typisch, wie er immer ist, leicht mit 9,5 Volumenprozent. Er ist fruchtig, er ist saftig, nicht ganz knochentrocken, aber auch noch nicht ganz halbtrocken. Aromen so ein bisschen in die Richtung Himbeeren, ein bisschen was von Kirsch, von Johannisbeer, ohne zu tropsig. Ihr wisst, ich benutze gern den Ausdruck tropsig, wenn es zu bonbonhaft ist, das ist er einfach nicht. Er ist leicht, es steht wie immer hinten drauf, macht Lust auf Flasche Nummer 2, auch gut möglich mit seinen 9,5 Volumenprozent, ist das gut machbar und ja, ist einfach ein schöner Begleiter jetzt für die Frühlingstage, für die hoffentlich bei kommenden warmen Frühlingstage, vielleicht zu Ostern. Es wird auch dieses Jahr bei mir relativ wenig gehen. Wer zuerst kommt, der malt zuerst, beziehungsweise hat zuerst seinen Keller voll. Ich hoffe, der Tipp hat euch gefallen. Hinterlasst mir wieder gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Anregungen wieder gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, eure Sina.